Hallo, ich bin Laura Jürgens von der Loki-Schmidt-Stiftung und ich zeige euch heute die Knoblauchsrauke Aliaria petiolata. Also die Knoblauchsrauke ist erstmal eine typische Brassicaceae, also ein Kreuzblütler. Das ist die Familie dieser Pflanze. Die erkennt man an diesen sehr typischen Blüten. Kreuzblütler sind genauso genannt, weil die Blüten wie ein Kreuz aufgebaut sind. Also ja, vier sich jeweils gegenüberstehende Blütenblätter, die aussehen, als wären sie an zwei Achsen gespiegelt worden wie ein Kreuz. Dann ist diese hier eine etwas ungewöhnliche Kreuzblüterin, weil die Blätter sehr, sehr eindeutig sind. Also die sind so herzförmig und haben diesen sehr gewellten, etwas zackigen Rand. Das sind die Stängelblätter, daran kann man sie eigentlich sehr gut erkennen. So sehen die anderen Kreuzblütler nicht aus. Auf dem Boden hat sie noch etwas andere Blätter, das kann man hier ganz gut sehen. Da sind die Blätter dann etwas rundlicher. Also eher nierenförmig als herzförmig. Die Knoblauchsrauke ist auch relativ auffällig dadurch, dass sie eben diese gewisse Höhe hier erreicht. Und viele andere Pflanzen bleiben so bei 10 cm, die hier kann schon 50, 60 cm groß werden. Sehr typisch ist auch bei der Knoblauchsrauke die weiße Farbe der Blüten. Die ganze Familie der Kreuzblütler hat häufig weiße Blüten, gerne auch mal gelbe Blüten. Aber diese weißen Kreuzblüten sind wirklich was sehr Typisches. Wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt, dann werdet ihr die relativ schnell immer wieder erkennen und sagen, ich glaube, das ist ein Kreuzblütler. Tatsächlich ist das die älteste Gewürzpflanze, bekannte bei uns heimisch. Die wurde schon vor 6000 Jahren verwendet. Das konnte man an Tontöpfen nachweisen, die man in der Ostseeregion gefunden hat. Und das kann man auch heute immer noch machen. Man sollte sie immer frisch verwenden und nicht kochen, denn wenn man sie kocht, dann verliert sie ihren Knoblauchgeschmack. Man kann sie zum Beispiel zu Salat dazu tun, die Blätter. Man kann auch die Blüten, die auch sehr würzig sind, auch aufstreuen, auch sehr hübsch. Und man kann auch die Samen als Pfeffer verwenden, die sehr, sehr scharf schmecken. Ja, das hier ist eigentlich ein relativ typischer Standort für die Pflanzen. Die stehen sehr gerne an Wegesrändern, in Parks zum Beispiel und überall in der Stadt. Die werdet ihr jetzt auch in dieser Zeit überall finden. Also so ab April blüht sie normalerweise oder genau Anfang Mai. Und das zeigt häufig an, wenn ihr sie findet, dass es dort relativ nährstoffreich ist. Denn diese Pflanze mag gerne richtig viele Nährstoffe und häufig kann es auch ein bisschen schattiger sein, damit kommt sie gut zurecht. Wenn man sich irgendwann mal unsicher sein sollte, ob das wirklich die Knoblauchsrauke ist, dann kann man aber auch immer mit den Fingern so vorsichtig daran reiben und dann kann man einfach mal gucken, ob sie nach Knoblauch riecht, denn die riechen wirklich immer total doll nach Knoblauch. Ja, also könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist auch immer ganz lustig, das anderen Leuten zu zeigen. Die sind dann meistens ganz beeindruckt.